Ein Leben lang hart gearbeitet, aber am Ende bleibt kaum was übrig. Die Angst vor Altersarmut geht um. Und das Problem wird, da sind sich Sozialexperten sicher, dramatische Ausmaße annehmen, wenn die Politik keine Lösung findet. Wir haben mit einer Frau im Rentenalter gesprochen und bei den Jüngeren nachgefragt, ob die überhaupt wissen, wie es um ihre eigene Rente bestellt ist. Wissen Sie, was Sie an Rente kriegen? Im Moment sind es, ich glaube, 300, noch was wären es im Moment. 1300. Ja, ca. 300 noch was. Viele wissen heute schon, viel wird es nicht mehr geben, wenn sie das Rentenalter erreicht haben. Vielleicht sogar viel zu wenig. So wie für Waltraud Scholz, die aktuell nur knapp 460 Euro brutto von der gesetzlichen Versicherung bekommt. Du hast das ganze Leben lang hast du gearbeitet und wirst eigentlich dafür bestraft. Seit ihrem 19. Lebensjahr hat die 65-jährige Berlinerin gearbeitet. Allerdings mit einer krankheitsbedingten Unterbrechung von 5 Jahren und einer Umschulung. Die gelernte Kinderkrankenschwester wurde Erzieherin und später Schauspielerin. Als ihr Mann dann in den 80er Jahren zum Pflegefall wurde, konnte sie nicht mehr voll verdienen. Das Ergebnis? Heute reicht das Geld nicht mal mehr für das Nötigste. Ich krieg raus so ca. 388 Euro. Und dann kommt noch Witwenrente dazu, das heißt 700 Euro ungefähr. Das heißt, mir bleiben 100 Euro zum Leben. Können Sie sich das vorstellen? Und trotz der kleinen zusätzlichen Privataltersvorsorge ihres Mannes von gut 200 Euro reicht es nicht. Denn die kleine Wohnung kostet 600 Euro. Kino, Theater, Essen gehen, das alles ist für Waltraud Scholz, die seit dem Tod ihres Mannes alleine lebt, zum puren Luxus geworden. Ausgehen geht nicht. Also mal essen gehen geht nur, wenn, ja, ich habe zum Glück einen lieben Freundeskreis, die mich dann halt mal einladen, komm, wir gehen mal. Ja, eigentlich das ganze Kulturelle fällt eigentlich so einen großen, fällt weg. Und was finde ich, das gehört halt auch zum Leben. Doch das Schlimmste, die Rentnerin muss inzwischen sogar bei den Lebensmitteln sparen. Ich zeige Ihnen mal meinen Kühlschrank. Da werden Sie denken, der ist ja schön voll. Ich war aber gestern bei der Lebensmittelausgabe. Und da gehe ich jetzt seit 2 Wochen hin. Glauben Sie mir, ich bin vor Scham. Ja, habe ich fast geheult. Der ist jetzt so voll, weil ich gestern da war. Und das muss jetzt auch eine Woche reichen. So wie Waltraud Scholz wird es in den kommenden Jahren immer mehr Rentnern gehen. Schon 2030 könnte ein Drittel unterhalb des Hartz-IV-Niveaus leben. Haben Sie Angst vor Altersarmut? Ja. Ich denke schon, es wird uns alle treffen. Steuern Sie irgendwie gegen? Im Augenblick noch nicht. Das ist echt schrecklich. Manche Tage kann ich nicht richtig schlafen. Was tun Sie dagegen? Gar nichts. Ich bin jetzt 10 Jahre nach der Schule jetzt auf der Arbeit und man hört ja immer mehr und man weiß irgendwann wirklich nicht mehr, was jetzt auf einen zukommt. Und sicherlich, man macht sich ganz schöne Gedanken, das stimmt. Ich habe mich noch gar nicht so sehr damit befasst und wahrscheinlich ist es die Angst vor der Wahrheit. Doch Angst ist ein schlechter Berater, warnt der Finanzexperte und Bestsellerautor Bernd W. Klöckner. Also niemand wird in 20 oder 30 Jahren sagen können, ich habe es nicht gewusst. Das wird keiner sagen können. Und deswegen haben wir 3 Dinge aus meiner Sicht. Erstens, es geht nur ums Arbeiten, also viel Arbeiten, 45 Jahre nach Möglichkeit. Es geht um Fortbildung, das heißt, sich so fortzubilden, wenn Sie eines Tages feststellen, dass Sie Ihren Job vielleicht mit 55 oder 60 nicht mehr machen können, dass Sie vielleicht einen anderen Job noch ein bisschen länger machen können. Und es geht um Finanzplanung, ganz banal. Gute Finanzplanung, hingucken und nicht weggucken. Für Waltraud Scholz ist die Situation dagegen ausweglos. Auch wenn sie ein Leben lang für ihren Unterhalt gekämpft hat. Manchmal ist mir zum Heulen und manchmal habe ich wirklich auch Existenzangst. Ich kann nicht schlafen und dann rattert es nur. Denn selbst wenn sie, je nach Kräften, etwas dazu verdient, um ihre Haushaltskasse aufzubessern, würde das sofort von ihrer Witwenrente wieder abgezogen.